2 Artillerieeinheiten. Bei 3. Ich müsste mal wieder. Was bringt eigentlich der Militärstützpunkt? Verteidigung plus 12. Okay, das ist viel. Ich hab grad einen Künstler, ich kann sowas nie wissen, ne? Ich kann sowas nie. Das könntest du. Das machst du doch nicht. Du meinst hier bei South Park, ne? South Park. Ich mein eher bei Gorot. Da willst du klauen, also von mir aus. Da gibt's eigentlich nichts. Gucken gerade, was ich brauchen könnte. Also in Civilization 4 war das so, du konntest. Nee, in Civilization 5 konntest du die Kultur erhöhen, in Civilization 4 auch. Und das dann vergrößern. Da hinten gleichzeitig. Und dann konntest du aus einer Einsatzstadt ein richtig riesiges Land machen. Ich denke, ich fahre da hinten hin, weil da ist noch eine Öl-Sache. Fahr da mit dem Künstler hin. Buchen, dann habe ich. Warum habe ich eigentlich den noch? Warum kann ich den nicht wegbewegen? Warum trägt der Maske? Ich habe jetzt schon 1700 Punkte. Ich krieg immer mehr. Ich bin so gierig. Siegfortschritt. Technologischer Fortschritt. Gieriger Weihnachtsmann. Ich müsste eigentlich nur deine Hauptstadt zerstören, damit ich gewinne. Weit weg. Da kommt durch. Ja, kommt eigentlich durch. Oh, ich habe jetzt auch ein Dings. Noch Ambroschützen da stationiert. Miles Davis, okay. Google fuck that is. Der ja, geil ist. Oh, fuck you, Colonel. Fuck Davis. Du was? Okay. So, an. Du Kultur kriegst du pro Runde. 258. Geld bekommst du? 407. Goldenes Zeitalter und verdient schon 360 pro. Ich bin gerade verwirrt, wo jetzt meine FPS-Anzahl ist. Aber da, wo die gerade ist, steht sie ziemlich gut. Eingedrungen in das Gebiet. Okay. Ich dachte gerade schon, ich habe irgendwas gemacht, weswegen das Verteidigungsbündnis kaputt ist. Aber mir habe ich schon wieder diese beruhigende Musik noch. Die traurige Musik als Phoenix rausgegangen ist. So, damit soll ich das machen? Soll ich das jetzt schon machen? Ah ja, geht ja Maurice dann schreiben, ne? Ihr sollt ja nicht mit Master Death aufnehmen, weil er nicht betrogen hat, dieser doofe Herr, du. Was? Du hast es in Lippe. Ja, ich hab nichts gesagt, vergiss es, ich hab nichts gesagt, nein. Ich weiß nicht, wie man will. Ich verliere Kontrolle über Kathmandu. Wale. Wie viel Geld ich hier ausgebe für meine Leute. Aber das muss sein. Mal Land vergrößert. Weil da steht die Bütte.
so schnell, so muss das bleiben. Gott verstanden, so steht die Bitch. So steht die Bitch. Verstanden. So, und... Produktion passt zum Bruder, das klingt doch gut. Dauert die Bautruppe von da hinten erstmal nach da vorne zu holen, nur dass die so starten. Krass. Hätte ich einen Einfluss wie... Achso, ja, kein Problem. Okay. Ich erkläre jetzt einmal hier den Krieg. Alter. Alter, ne? Wie krass das ist, ne? Nächste Runde sind die weg. Wie viele da auch direkt den Krieg erklären. Genf hat den Krieg erklärt, Kathmandu, Genua, Venedig, Sydney, Lhasa. Das moderne Reich, das ist cool. Hin mit dem. Gehen wir da hin. Ach, das nehmen wir auch mit. Nächste Runde. Mal sehen, was da passiert im Almaty-Konflikt. Greift Almaty an? Ja. Meine Verbündeten. Da stand, dass sie keine Verbündeten haben. Also waren nicht deine Verbündeten. Ja, aber ich war mit denen fast zusammen. Mit militärischen Seiten. Greift sie gerade an. Jetzt nicht mehr. Hat sie schon eingenommen. Ich laser nicht an, aber einer die. Ich habe extra geguckt, ob du mit dem verbündet bist. Und du warst es nicht. Ja, das waren meine militärischen Einheiten. Immer ein bisschen Geld und dann geben wir mir die ganzen Einheiten. Jetzt auf den Tisch. Ganz viele Einheiten schenken. Das wieder so gut zu machen. Das war ein sehr schneller Kampf. Keine zwei Runden hat das gedauert. Nächste Runde. Was soll ich denn jetzt? Was ist denn noch militärisch hier? Keiner. Kein einziger. Ja, ich glaube der andere war Wien. Ich habe eigentlich auch nur angegriffen, weil einmal Team mich nicht gemocht hat. Und ich noch ein paar Einheiten übrig habe. Wie ist das jetzt mit dem Siegfortschritt? Ah, immer noch 7 Stimmen. Greenlight hast du. Lol. Ich habe 7 Stimmen, benötigt die Stimmen für Diplomatie-Sieg sind 7. Und du hast eine Stimme. Hab ich? Du hast eine Stimme. Was für eine Stimme? Ja, für Diplomatie-Sieg. Hey. Ah, okay. Ach so, ja, die haben ja Edelsteine. Interesting. Und ich kann nächste Politik einführen. Einfluss auf Stadtstaaten, okay. Wasser von Kulturgebäuden um 15%. Was krieg ich hier? Wie viel Zufriedenheit hast du denn? Gerade 56. Noch zwei mehr als ich. Noch zwei mehr als ich. Ja, ist, aber ich krieg eigentlich mehr gleich. Liegt jetzt halt nur daran, dass ich jetzt eine Stadt eingenommen habe.
Virginia City ist jetzt schon eine 8er Stadt. Ne, eine 10er Stadt. Genau, habe ich verlesen. Und jetzt sogar eine 11er Stadt. Jetzt habe ich 111. 38 gehen nur weg wegen der Bevölkerung. Ich habe 146 insgesamt und 92 durch Unzufriedenheit. Was kann ich denn dafür, wenn die da rumficken und jetzt mögen die das nicht, oder? Ja, das ist in Civilization 4 ein richtig großes Problem. Dass die ihre Lenden nicht halten können. Weil da hast du immer Unzufriedenheit. Und deine Menschen sind alle krank. Ja, das ist schon in der Stadt auf die überall Hochhäuser und so. Ja, ne, so ich, ne, ich hab da, ne, ne, da sind überall Hochhäuser und so und links ist so ein Kolosseum. Jetzt muss ich Verbrennungsmotor. Atomtheorie? Hm? So Atomtheorie? Ich guck mal, ob ich Atomtheorie hab. Wo ist eine Atomtheorie? Ist das weiter vorne oder hinten? Weiter vorne. Ah ne, hab ich nicht. Da fehlt mir sogar noch ein bisschen was dafür. Eine Sekunde bitte. Die gebe ich doch gerne. So, Sekunde vorbei. Kommen jetzt wieder zurück. Dortmund. So, da ist ein Bauernhof. Ah, dann mache ich hier mal die Liste. Dann bin ich sogar wieder weg. Kann ich das machen? Ich das nämlich hier mal gelegen. Und was ist das hier? Wie groß ist Moskau? St. Petersburg ist 23. Ja, tut mir leid. Ach, ist doch kein Problem, Fladdy. Boah, überlebst du schon, stirbst nicht. Das ist mal ein Spiel, was mir sehr gut gefällt, diese Runde. Weil wir wirklich versuchen, jeden Fleck der Welt einzunehmen. Eigentlich zufrieden damit, was ich habe. Ich bin auch zufrieden. Ich bin mehr als zufrieden. 1800 Punkte, irgendwie 20 Städte. Ja, okay. Keine 20, nur die Hälfte. So. Ja. Na gut, drei Viertel. Die Hälfte ist zu wenig. Im Land nur knapp neben dir. 2, 3, 4, 5. Ich könnte eigentlich wieder eine neue Stadt gründen. Aber bei dir ist das auch so ganz auseinander alles so, ne? Die Städte? Ja, alles so richtig auseinander und so. Was geht? Von der Art Garn, Fleck, Garn, Fleck, Garn. Ich müsste eigentlich noch ein paar Städte gründen.